Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich bin wirklich glücklich, und dass ich also nach dem 30. Januar heute wieder in Bautzen bin und freue mich auf den gemeinsamen Abend mit Ihnen. Gut, die Freude ist natürlich ein wenig getrübt wegen des Themas. Also Drehscheibe Versailles, und Sie sehen, ich habe dieses Bild bewusst gewählt, weil wir sehen, das ist der Münchner Odeonsplatz. Und am 6. Januar 1921 voller Menschen, also Menschen, die gegen Versailles demonstriert haben. Und Sie sehen, es waren nicht wenige, und sie waren, obwohl der Vertrag jetzt ja schon 1,5 Jahre zurücklag, war der Ärger anscheinend immens. So, ich wollte mich mit diesem Thema eigentlich nicht beschäftigen, weil ich weiß, wie hier die geschichtlichen Zusammenhänge verbogen werden. Und ausschlaggebend für diesen Vortrag, den ich jetzt hier heute halten werde, ist dieses Büchlein. Sie sehen vorne, das ist von der Stadt München herausgegeben worden, also mit Steuergeldern. 1918, 2018, was ist Demokratie? Und der Unterpunkt heißt dann ein Programm zu 100 Jahren Revolution und Redezeit in München. Wir haben hier 170 Veranstalter mit 330 Veranstaltungen. Und der Tenor bei allen ist, geht dahin, dass diese Revolution und die Redezeit und die Räterevolution vor allem so dargestellt werden. Es ist Dichtung ist Revolution oder die Revolution der Literaten, das schwächt das ja auch ab und so weiter. Aber die zweite Revolution und die dritte in München, also im April 1919, das war ein grausamer Bürgerkrieg. Will ich nur mal kurz aufzeigen. Aber hier in diesem Büchlein, und das ist das, was mich dann wirklich letztendlich dazu gebracht hat, das zu machen und auch da ein Buch, so ein kleines Büchlein wieder zu machen. Auf der letzten, Sie sehen, steht auf der Innenseite, und trotzdem schmeichelt es einem zu denken, in 100 Jahren rede man von der bayerischen wie von der französischen Revolution. Das hat damals in den ersten Revolutionstagen, also da am 7. bis 10. 11. November, der 12-jährige Klaus Mann geschrieben. Und das ist auch der Tenor, der durch alle Veranstaltungen weht. Aber ich habe da ein anderes Zitat von Klaus Mann gefunden, nur wenige Wochen später. Und da schreibt er am Neujahrstag 1919, also das sind vielleicht 7 Wochen. Und da hält er seine visionären Ahnungen fest, dieser 12-Jährige. Und ich zitiere ihn. Das neue Jahr mit Gewehrschüssen von Bolschewiken wird es eingeleitet. Gott! Ausrufezeichen. Mein Gott, was soll werden? Ausrufezeichen. Weltuntergang. Rotes Feuer und starre Leichen. Das werden Sie in den ganzen Veranstaltungen, dieses Zitat, nie hören. Und ich denke, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, und das, Herr Gillert, das haben Sie auch angedeutet, dann muss man alles aufzeigen. Man muss versuchen, das so wahrhaftig wie möglich zu machen. Gut, ich versuche es ja, ich weiß ja auch nicht, ob es mir immer gelingt. Nein, es kann mir nicht gelingen, weil ein Großteil der Dokumente ja noch versperrt sind. Wie gesagt, 2013 hat der Guardian aufgedeckt, dass im Henslow Park seit 1856, also seit dem Krimkriegen, 1,2 Millionen Dokumente weggesperrt sind, bewacht von MI6 und MI5, und kein Historiker kommt daran. Also, solange wir das haben, dieses Vorgehen haben, der Geheimniskrämerei, dann wird es schwierig. Man kann nur einfach natürlich logisch denken, das zusammentragen, was man sieht, und daraus ein Netz zu knüpfen eventuell. So, und hier noch einmal zu diesem Vorgang in München. Da werde ich jetzt versuchen, dieses doch umfangreiche Thema, wie gesagt, seit 100 Jahren hat dieses Thema Versailles die Menschen entzweit. Damals wie heute auch. Nicht die einen sagen, es ist ein Friedensvertrag, und die anderen sagen, nein, das war ein Diktat. Da geht das ja schon einmal los bei dieser Begriffsdefinition. Und ich versuche jetzt diesen Vortrag so weit zu gliedern, dass ich Ihnen einmal den Weg in den Ersten Weltkrieg nur aufzeige,
Dann natürlich die Revolutionen in München, damit sie da mal auch, aber wie gesagt, und dann natürlich die Fortsetzung von Versailles eigentlich bis heute. Es ist ein Thema, das meiner Ansicht nach noch nicht abgeschlossen ist und uns letztendlich in vielen Facetten bewegt. So, und dieser Artikel in Versailles, vielleicht noch dazu, dass also bis zum 3. Oktober, 2010 wurde ja für den Ersten Weltkrieg noch gezahlt. Und auch Grundlage dafür war der Artikel 231, der da heißt: Die Alliierten und die assoziierten Regierungen erklären und Deutschland erkennt an, dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die Alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungenen Krieges erlitten haben. Das ist also das, was hier festgehalten wurde und so bis heute auch noch festgehalten wird. Wir haben hier den Earl of Rosebery, der war 1892 bis 94 Außenminister und dann 95 war der Premierminister. Und er sagte wenige Wochen nach Kriegsbeginn 1914, ich zitiere ihn: Es war wirklich ein Funke inmitten eines großen Pulvermagazins, das die Völker Europas in den letzten 20 oder 30 Jahren aufgebaut haben. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen großen Organisator gab. Es würde mir widerstreben, ohne Beweislast irgendjemandem eine solche Schuld zur Last zu legen. Und mit diesem Verdacht lag dieser honorige Premierminister nicht falsch. Also eine der wenigen Stimmen, die sehr mäßigend bei Kriegsbeginn waren, was ja sonst in England nicht der Fall war. Und ich versuche auch immer mit meiner Arbeit, die anderen Seiten aufzuzeigen. Und die finden wir auch gerade in den angelsächsischen Ländern, Großbritannien und den USA, finden wir immer wieder honorige Politiker, die wirklich bei der Wahrheit bleiben, trotz aller Konsequenzen. Und der Rosebery ist ebenfalls so ein Mann, den ich durchaus wertschätze. So, und mit seinem Verdacht lag er nicht falsch. Der Kronprinz Edward hat im Herbst 1887, habe ich hier oben ist er links, hat er einen neuen Kurs auf den Weg gebracht. Die Mutter von ihm, Queen Victoria, und Großmutter unseres Kaisers oder des Kaisers Wilhelm II., hat im Gegensatz zur Politik der Mutter, die also freundschaftliche Beziehungen zu Deutschland und Österreich-Ungarn und das imperiale Frankreich war der natürliche Gegner Großbritanniens, hat er festgeschrieben, dass jetzt diese Vorzeichen geändert werden müssen. Frankreich muss Freund werden und Deutschland und Österreich-Ungarn muss Feind werden beziehungsweise muss als Macht hier auf dem Kontinent verschwinden. Und zu diesem Berufe hat er den Duke of Norfolk im Oktober 1857 an den Heiligen Stuhl geschickt, um dort mit dem Papst Leo dem 13. diesen neuen Kurs festzupflocken. Der Papst, wir wissen ja, die gesalbten Häupter, die Monarchien, waren vor allem Österreich-Ungarn eng mit dem Vatikan verbunden. Und nun hat Leo der 13. die Prämissen geändert und hat gesagt, unsere Zukunft, also der Katholiken, liegt in den revolutionären Republiken und nicht mehr in diesen Monarchien. Und dann kam schon im März 1888, nur wenige Monate später, der junge Diplomat Alexander Petrovich Izvolsky als Gesandter an den Heiligen Stuhl. Und dort blieb er, wir sehen, von 1888 bis 1896 und er hat da mit Hilfe des Papstes die Allianz mit den Franzosen geschmiedet. So, und das zieht sich jetzt überall durch und dieser Izvolsky, nur Name, müssen sich alles nicht merken, der war dann von 1996 bis 1910 russischer Außenminister und jetzt dann wieder zurück
als Botschafter nach Frankreich in Paris. Und genau in der Phase, wo der Krieg jetzt hier gegen Deutschland vorbereitet wurde. Also ein eindeutiger Nachweis meiner Ansicht nach, vor allem wenn man die Schriften von Iswolski liest, seine Aussagen einmal prüft, dann ist das schon wirklich erschreckend. So, und jetzt haben wir hier Bismarck, der hat am 7. April 1888, und da war Kaiser Friedrich III. Da an der Macht, und er hat da gesagt, ich zitiere ihn, Menschlichkeit, Friede und Freiheit ist immer ihr Vorwand, wenn es nicht das Christentum sein kann. Heute sind es die humanitären Einsätze. Das Interesse Englands ist, dass das Deutsche Reich mit Russland schlecht steht. Unser Interesse, dass wir mit ihm so gut stehen, als es der Sachlage nach möglich ist. Und ich denke, das, was Bismarck da gesagt hat, 1888, könnten wir uns doch durchaus als Richtschnur wieder vorstellen, meine ich doch mal. Und dann zum deutschen Militarismus, auch ein Zeuge, der Generalstabschef Helmut von Moltke warnte am 14. Mai 1880 im Reichstag eindringlich vor einem Krieg in Europa mit den Worten zu den Reichstagsabgeordneten: Meine Herren, es kann ein Siebenjähriger, wie wir wissen, der war ja fast vernichtend für Preußen, oder es kann ein 30-jähriger Krieg werden. Und wehe dem, der zuerst die Lunte in das Pulverfass schleudert. Also das sagt der deutsche Generalstabschef vom Reichstag. Gibt ja auch zu denken. So, und Sie sehen, 1891 wird aus dem Umfeld vom Kronprinz Edward bildet sich hier ein Kreis von den Cecil Rhodes, angestoßen hat. Cecil Rhodes war ja ein Mann, der in Südafrika die Goldminen und die Diamantenminen hat ausbeuten können, der dann auch mitverantwortlich war, er und seine rechte Hand, der Arthur Milner, den Burenkrieg dann zu führen. Das war ja ein Krieg, der alle Schrecknisse des 20. Jahrhunderts vorweggenommen hat. So, und 1895 hat sich Edward Grey, der spätere Außenminister, und der war unter Lord Rosebery 1894 war der sein Unterstaatssekretär im Außenministerium. Und da hat dieser Edward Grey als ganz junger Mann gesagt, zu den Zielen dieser Rhodes-Milner-Gruppe, zitiere ihn, Tatsache ist, dass der Erfolg der britischen Rasse die Gemüter des Restes der Welt erschüttert hat. Und jetzt, da sie nicht mehr über Provinzen in Europa streiten und die Augen auf ferne Orte gerichtet haben, finden sie uns überall im Weg. Daher die allgemeine Tendenz, uns als lästig zu betrachten und sich gegen uns zu verschwören. Ich fürchte, wir werden früher oder später kämpfen müssen, es sei denn, ein europäischer Zankapfel fällt unter die kontinentalen Mächte. Aber wir haben gute Karte, wir haben eine gute Karte zur Hand. Und ich denke, ein mutiger und geschickter Außenminister, 10 Jahre später war es ja, könnte Russland aus der Anzahl unserer aktiven Feinde herauslösen, ohne dabei sehr wesentliche britische Interessen zu gefährden. So, und laut Grey mussten die kontinentalen Mächte gespalten und gegeneinander ausgespielt werden. Und zweitens Russland zur Aufnahme in den kontinentalen Kampf gewonnen werden. Ja. So, und hier haben wir den Grey, Mr. Grey, Edward Grey, vielleicht auch noch zu seiner Biografie. Der Vater von ihm gehörte zum engsten Freundeskreis vom Kronprinz Edward. Und Edward war auch der Taufpate von ihm, deswegen auch sein Vorname Edward. Und er sagte am 28. März 1914, in ein paar Wochen wird der Weltkrieg ausbrechen. Für England bedeutet er einen erwünschten Ausweg aus den inneren Schwierigkeiten. So. Von den inneren Schwierigkeiten, ja, was waren das 1940, die britischen Schwierigkeiten?
Einmal der bevorstehende Bürgerkrieg oder sich abzeichnende Bürgerkrieg in Irland. Der ganze Blick der britischen Bevölkerung hat war alles nach Irland gerichtet. Und zum anderen, die Finanzmärkte waren in Turbulenzen geraten. Sie hatten in Petersburg spekuliert und sich verspekuliert. Also eine Finanzbankenkrise auch. Das waren also die Auswege aus den inneren Schwierigkeiten. Hier sehen Sie den US-Präsidenten Wilson mit seinem Schatten, das ist der Colonel Mandelhaus, der letztendlich maßgeblich die Politik mitbestimmt hat. Und der hat dann am 29. Mai Berlin besucht, Kaiser Wilhelm besucht und andere führende Persönlichkeiten des Kaiserreiches. Und der telegrafierte am 29. Mai 1914 aus Berlin an seinen Präsidenten Wilson. Zitiere ihn: Das wird eines Tages noch zu einer Katastrophe kommen. Da gibt es zu viel Hass, zu viel Eifersüchteleien. Sobald England einverstanden ist, werden Frankreich und Russland, Deutschland und Österreich in die Zange nehmen. Und hier haben wir den Kardinal Fawley, Erzbischof von New York. Und das ist meiner Ansicht nach ein ganz wichtiger Zeitzeuge. Er war in der Woche vor Kriegsausbruch auf dem Eucharistischen Weltkongress in Lourdes. Und dort sagte er, ich zitiere ihn, der Krieg, der in Vorbereitung ist, wird, und jetzt hören Sie zu, wird ein Kampf zwischen dem internationalen Kapital und den regierenden Dynastien sein. Natürlich die Dynastien auf dem Kontinent. Weiter. Das Kapital wünscht niemanden über sich zu haben, kennt keinen Gott oder Herren und möchte alle Staaten als großes Bankgeschäft regieren lassen. Ihr Gewinn soll zur alleinigen Richtschnur der Regierenden werden, Business einzig und allein. Also aktueller geht es doch eigentlich nicht. Der Schlachtruf von damals, weg mit den Dynastien auf dem Kontinent, der ist heute etwas modifiziert, die Dynastien sind ja weg, wie wir wissen. Dann heute die letzten Grenzen weg, damit man hemmungslos ausplündern kann. No borders, no nations. Das ist jetzt der nächste Schritt. In Frankreich haben wir ebenfalls aufrechte Männer und auch Frauen natürlich, aber hier zitiere ich mal den Jean Jaurès. Der sagte am 30. Juli 1914, also nur wenige Stunden vor Kriegsausbruch, zitiere ihn, hier in Frankreich arbeiten wir mit allen Gewaltmitteln für einen Krieg, der ausgefochten werden muss. Um ekelhafte Begierden zu befrieden und weil die Pariser und Londoner Börsen in Petersburg spekuliert haben. Also er sagt den Grund. Es liegt an der Macht der französischen Regierung, Russland am Kriege zu hindern, aber man sucht den Krieg, den man schon lange schürt. Keine 24 Stunden später war er erschossen. Sie sehen hier die Titel der Times am 5. August, nicht Britain at War, und hier rechts neben ein Bild von H.G. Wells. H.G. Wells ist ein Romanschriftsteller, damals sehr, sehr erfolgreich, war dann aber im Krieg im britischen Propagandabüro und hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg war verantwortlich für die neue Geschichtsdarstellung, also das Geschichtsnarrativ der Angelsachsen hier, auch hier in Deutschland unter die Leute zu bringen. Und das Buch von ihm über die neue Geschichte ist in 3 Millionen Exemplaren verteilt worden. Und das wirkt noch nach, denke ich mal. So, und H.G. Wells, ja, der Krieg wurde in Deutschland erklärt am 4. um 23.30 Uhr. Am anderen Morgen, in den frühen Morgenstunden, waren vor Emden britische Kabelleger, die das deutsche Atlantikkabel aufgenommen haben und ein großes Stück rausgeschnitten. Und allein die Zeit, nicht 23.30 Uhr bis in die frühen Morgenstunden so eine Aktion durchzuführen, da gehört schon, ja, das ja, gehört schon was dazu. So, und er publizierte bereits an dem Morgen in dieser Times eine Kolumne, in der er den britischen Kriegseintritt begründete. Und diese Kolumne hat es auch in sich. Zitiere ihn: Dieses Trampeln, Dröhnen,
im Herzen Europas, das die Zivilisation verhaftet und die Hoffnung der Menschheit seit 40 Jahren verdunkelt hat, seit 1871 nämlich. Der deutsche Imperialismus und der deutsche Militarismus hat seinen unvermeidlichen Schlag getroffen. Wie war ein Krieg so gerecht wie der Krieg jetzt gegen Deutschland? Das militärische Ergebnis wird innerhalb der nächsten 2 oder 3 Monate mehr oder weniger endgültig entschieden. Gut, da lag noch ein bisschen falsch. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt wird der deutsche Imperialismus zerstört sein und dass es ist möglich, das Ende der Rüstungsphase der europäischen Geschichte vorwegzunehmen. Hat er sich aber ganz gewaltig geirrt, wie wir wissen. Es geht weiter. Frankreich, Italien, damals noch Bündnispartner der Mittelmächte, Klammer zu, England und alle kleineren europäischen Mächte sind jetzt Friedensländer. Russland wird zu erschöpft sein für ein weiteres Abenteuer. So, und jetzt kommt die wirklich krasse Aussage. Das zerschlagene Deutschland wird revolutionär sein. Das wusste der am Morgen des 5. August 1914. Der Weg für alle diese westlichen Mächte wird endlich offen sein, um den Frieden zu organisieren. Deshalb habe ich mit meinem erklärten Horror des Krieges keine dieser Aufforderungen zum Stoppen des Krieges unterschrieben. Jetzt ist das Schwert für den Frieden gezogen. So, hier habe ich die, ganz wichtig, ich habe ja auch die sämtliche Zeitung der jüdischen Mitbürger, die es hierher im Deutschen Reich gab, gelesen. Und das ist wirklich erstaunlich, was man da erstmal literarisch und sehr hochwertig und inhaltlich, also äußerst patriotisch alles. Da schreibt also am 4. September auf der Titelseite der Allgemeinen Zeitung des deutschen Judentums den Artikel überschrieben, der Heilige Krieg. Und im Text selber zitiere ich jetzt, mit einem starken Glücksgefühl, mit leuchtenden Augen sind im Augenblick einer nationalen Erhebung ohnegleichen auch alle jene zu den Fahnen geeilt, die sich im deutschen Vaterlande zur mosaischen Religion bekennen. Und Louis Oppenheimer kehrte aus London zurück und wollte dem Vorwurf der Engländer, die Deutschen seien Hunden und Barbaren, entgegnen, entkräften. Und dann hat er diese Grafik gemacht, Sie sehen, das geht oben los, das geht das los mit Deutschland vorne bei der Sozialversicherung, bei der Alphabetisierung, bei den Ausgaben fürs Schulwesen, bei den Büchern, bei der Büchererzeugung, bei den Nobelpreisen und bei den Patenten. Und wie gesagt, jüdische, das ist von jüdischer Seite gemacht worden. Und nun zu den Rüstungsausgaben 1913. Und da sehen Sie selber Deutschland, unter 1 Milliarde Mark und wir sehen hier Russland weit vorne, die anderen soweit auch. Russland ist aber deshalb nur so weit vorne, weil Frankreich Kriegskredite gegeben hat, damit in Russland die Mobilisierung schneller vonstatten gehen kann. So, nun sind wir im Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg wurde, wie gesagt, von diesem Außenminister Grey und seinem Premier Esquisse wurde so auf den Weg gebracht, und zwar mit Unterstützung der rechten Hand von Cecil Rhodes, dem Alfred Milner. Cecil Rhodes war inzwischen verstorben. Und dieser Alfred Milner, der Brite John Cafferkey, hat ein Buch geschrieben, Milners Second War, weil er sagt, den Burgenkrieg von 1899 bis 1902, den hat der Milner gefingert und den Ersten Weltkrieg auch. Also dieser Lord Milner ist eine ganz schillernde und meiner Ansicht nach ja umtriebene Person. Hier wurde die Regierung gewechselt, weil Grey inzwischen Zweifel bekommen hat an diesem Krieg, hat ja doch länger gedauert als 3 Monate, viel Geld gekostet, die Briten am Rande. Und von dem Premier Esquisse ist im September der einzige Sohn in Flandern gefallen. Also die Führungsspitze hat jetzt gemeint,
es reicht eigentlich. Wir müssen zum Frieden kommen. Nicht? Im Dezember 1916. Am 12. Dezember 1916 kam die deutsche Friedensofferte und der Umfeld von Milner wusste, dass diese Friedensofferte kam und zugleich noch am 18. Dezember ein Vorschlag von Präsident Roosevelt für einen Verständnisfrieden, einen Frieden ohne Sieger. Und diese Gruppe, die diesen Ersten Weltkrieg so gewollt hat und auch zu Ende bringen wollte, hat dann vom 7. auf den 8. Dezember Premier und Außenminister und so weiter und ein neues Kriegskabinett eingeführt. Also für mich war das ein glatter Putsch. Und haben den Munitionsminister, den Lloyd George, zum Premier gemacht. Er hat sich dadurch empfohlen, dass er im August 1916 lauthals verkündet hat, wir müssen den Krieg so lange führen, bis die Deutschen am Ende sind. Und da hat er sich diesen Kreisen natürlich auch entsprechend empfohlen. Und der Milner, Lord Milner, kam in das Kabinett als Minister ohne Portefeuille, was unsere Historiker dazu veranlasst zu sagen, der Mann hat ja gar keinen Geschäftsbereich gehabt. Der war ja völlig unnötig, der hat ja überhaupt keinen Einfluss gehabt. Nein, ich sehe es anders. Der Mann war clever genug, sich nicht an die Spitze zu stellen, sondern die Regierung unter Kontrolle zu halten. Und bei Kriegsende war er dann auch Kriegsminister, um dann auch in Versailles entsprechend aufzuschlagen. Also, das war, und wenn wir da weitermachen, schauen wir uns das an, die Weichenstellung Ende 1916. Da haben wir da am 6., 7., 12. dann den Putsch in London. Und die neuen Mitglieder des Kriegskabinetts, also Lord Milner, der ehemalige Sekretär von Cecil Rhodes. Dann am 12.12. das deutsche Friedensangebot an die Entente. 18.12. Wilsons Frieden ohne Sieg. Und am 30.12. wurde in Petersburg Rasputin ermordet. Und der Mord von Rasputin hatte auch schon seine Friedensfühler ausgestreckt mit den Mittelmächten. Das ist denen ja nicht verborgen geblieben. Wurde dann also ermordet und den letzten, den tödlichen Schuss auf die Stirn soll der Offizier aus dem Umfeld des Militärattachés, der Oswald Grainer, gemacht haben. Zumindest hat das die Tochter von ihm unter Eid ausgesagt, dass er ihr das am Totenbett gesagt hat, dass er das gewesen ist. Und das passt auch von der gerichtsmedizinischen Untersuchung, dass dieser Schuss auf die Stirn britische Munition war. Also und dann haben wir ja dann den Regime-Change in Petersburg im Februar, also diese Pseudo-Revolution, wo hier eine großbürgerliche Regierung an die Macht kam. Der Zar war auch schon friedenswillig, der war denen zu unsicher geworden. Eine großbürgerliche Regierung unter dem Fürsten zunächst Lwów, die dann den Krieg im Sinne des Westens weiterführte. So, also das lief alles fast gleichzeitig ab. Und dann kamen die USA. Die USA kamen dann mit ihrem Kriegseintritt am 2., die Erklärung war am 2. April und am 6. April kam die Kriegserklärung an Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt haben die Vereinigten Staaten an Großbritannien 2.100 Millionen US-Dollar gezahlt. Und an das deutsche Kaiserreich 27 Millionen Dollar. Wobei ich auch hier wieder sagen muss, also Freunde in den USA, die das deutsche Reich unterstützt haben, waren viele Deutschjuden. Das ist zwar so nicht bekannt, finde ich mal, aber gerade auch hier in dem Zeitraum 1916 wollte die britische Regierung ein jüdisches Korps aufstellen unter einem gewissen Herrn Jabotinsky, die englischen Juden, die dann gegen das Deutsche Reich eingesetzt werden sollten. Und die haben sich verweigert. Die haben gesagt, wir kämpfen nicht gegen Kaiser Wilhelm, weil er der Schutzpatron der Juden hier am Kontinent ist. Der schützt uns vor den Russen. Nicht? Also die polnische Bevölkerung, wenn wir an die Pogrome denken von 1905 und dergleichen mehr. Also das in diesem Zusammenhang muss man sehen, da waren also mehrere Interessen im Spiel, unter anderem auch natürlich die Absicht, ein Keil zwischen die deutsch-jüdische Symbiose, so will ich sie mal nennen, zu schlagen. Weil das mit der Erfolg war, so lange diesen Krieg auszuhandeln. Das ging wirklich vor allem, wenn wir denken, diesen Einsatz des Gases, also in Ypern, das war der Professor Haber.
als Hauptmann hat er diesen Gaskrieg geführt. Ja, auch jüdischer, nicht? Ein deutscher Bürger mit jüdischen Wurzeln. Also die haben sich in diesem Ersten Weltkrieg wirklich unglaublich eingesetzt. So, und nun waren, jetzt können Sie selber sagen, was wird der Kriegsgrund für die USA gewesen sein? Wird es das böse, das militante Deutschland gewesen sein? Nein, Sie sehen hier eindeutig, es sah so aus, dass, um diesen Zeitpunkt noch, die Mittelmächte diesen Krieg gewinnen könnten, nicht? In Frankreich meuterten ganze Regimenter. Also mussten die USA hier auf diesem europäischen Kriegsschauplatz aufschlagen, damit die Wall Street Banker, vor allem hier Piepold Morgan, dass die ihr Geld nicht verlieren. Weil wenn die Briten den Krieg, die Entente den Krieg verloren hätte, hätten sie das ganze Geld abschreiben können. Und beim Kriegsende waren es nicht 2.100 Millionen, sondern 11.000 Millionen. So, Sie sehen, also US-Truppen landen in Deutschland. Und nun haben wir dann am 7. November 1917 die russische Revolution. Auch der Zusammenhang vielleicht mit der ersten Revolution im Februar, wo der Zar also interniert wurde, dass die USA, also Kreise, Finanzkreise in den USA, sagt, wir müssen hier in Europa eingreifen, weil die Sache wirklich gefährlich wird, weil die Russen fallen höchstwahrscheinlich aus demnächst. Die Franzosen sind zu schwach, da meutert die Armee oder Teile der Armee. Also müssen wir da eine Korsettstange einziehen. Und dann haben wir die Revolution in Russland. Ja, davon, da ist den meisten von Ihnen ja bekannt, aus der Schule vielleicht noch, dass der Kaiser Wilhelm und der deutsche Generalstab Ludendorff und Hindendorf haben Lenin mit einem plombierten Wagen nach Petersburg gebracht. Das ist eigentlich so bekannt. Und da kann ich aber Ihnen sagen, das ist nur ein Teil der Wahrheit, weil Kaiser Wilhelm seinem Kanzler geschrieben hat, in Zürich gäbe es einen russischen Revolutionären mit Getreuen und den sollte man doch nach Petersburg bringen und ihn ausstatten mit allen Dokumenten, die zum Krieg geführt haben und natürlich auch mit Sachmitteln ausstatten. Aber als der Kaiser diesen Brief geschrieben hat an Kanzler Bethmann-Hollweg, ich glaube, das war der 14. April 1917, da war der blombierte Zug schon in Sassnitz und sie wechseln über auf die Fähre nach Schweden. Also, die Idee war zwar da beim Kaiser, aber umgesetzt hat es nur der Reichskanzler mit dem Geheimdienstchef Max Warburg. So, das war die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass in New York ein gewisser Herr Trotzki mit seinen Getreuen, ich weiß nicht von der Summe her, aber auch in mehrere Millionen ausgestattet wurde und von New York in Marsch gesetzt wurde nach Petersburg auf der Christianfort. Die wurde in Kanada festgehalten, weil die Kanadier gesagt haben, wir können doch keine Revolutionäre nach Russland machen, sonst machen die da Revolution und die hören dann mit dem Krieg auf. Aber auf höchsten Einspruch, also haben die kanadischen Behörden die wieder freigegeben, haben das Schiff freigegeben, haben das Geld auch wieder gegeben, sodass dann Trotzki zwar verspätet, aber auch in Petersburg war. Was da jetzt die gemeinsame Absicht war, kann ich auch nur spekulieren, da findet man einfach zu wenig, wird auch eigentlich kaum geforscht. Aber wichtig, es ist keine Einzelaktion gewesen hier von deutscher Seite, sondern wir haben, und der das da in New York gemacht hat, das war kurioserweise Felix Warburg, der Bruder von Max Warburg. So, also die Revolution in Russland und jetzt genau auf den Tag, ein Jahr später haben wir eine Massenkundgebung auf der Münchner Theresienwiese. Der Vorsitzende der Mehrheitssozialisten, Erhard Auer, hat also die Münchner Betriebe gebeten, ihre Mitarbeiter den Nachmittag freizugeben. Eine Friedenskundgebung, weil einen Tag später, am 8. November, begannen die Waffenstillstandsverhandlungen in Frankreich. Also eine Massenkundgebung. Die Zahlen schwanken natürlich auch wie immer, aber das dürften über 90.000 gewesen sein, mit vielen Rednern, 50 Redner. Und anschließend ist Erhard Auer mit seinen Leuten zum Friedensengel gezogen. Da sollte der Abschlussappell stattfinden, zum Friedensengel, wohlgemerkt. Deswegen habe ich den ja hier auch, zum Friedensengel. Und nur
eine kleine Gruppe, 2000 Mann von den über 90.000 unter Kurt Eisner, die sind nicht mitmarschiert, sondern haben dann systematisch die Kasernen aufgerollt. Und zwar generalstabsmäßig. Sie haben angefangen mit den Lazaretten, in denen die 40 Jahre alten oder über 40 Jahre alten magenkranken Soldaten waren, weil sie wussten, die ist nicht, bis sie zum Schluss dann immer mehr wurden und dann auch die Elite-Kasernen dann überzeugen konnten, sag ich jetzt einmal so. Also, das war jetzt hier am 7. November und in der Nacht, ja, und vor allem die Forderungen von Erhard Auer, wir hören immer, durch die Revolution haben wir freie, allgemeine, gleiche Wahlen bekommen und auch das Frauenwahlrecht. Das hat Erhard Auer an dem 7. hier schon gefordert. Also nicht nur Kurt Eisner, sondern auch Erhard Auer. Ja, und am nächsten Tag war München voll überrascht auf einmal rot. Über Nacht. So, das war also am 8. Zugleich, während München also rot war, hat sich die Waffenstillstandskommission um 10 Uhr zu ersten Gesprächen gemeldet. Das war also der Matthias Erzberger vom Zentrum. So, und wir sehen jetzt hier eine Karikatur der Marschall Foch, der dem deutschen Soldaten hier da seinen Waffenstillstand diktiert. So, das war also der 8. November. Am 9. November haben wir dann die Revolution in Berlin. Der Kaiser inzwischen abgedankt und in der Nacht nach Holland geflohen. Und wir sehen hier, es geht hier, es lebe das internationale Proletariat und diese Aufrufe. Am 10. November wurde der Rat der Volksbeauftragten gewählt. Drei Männer von der SPD, also Mehrheitssozialdemokraten, und drei von den unabhängigen Sozialdemokraten. Also von den bürgerlichen Parteien war da niemand dabei. Und der erste Auftrag von dem Rat der Volksbeauftragten ging also nach Frankreich zu Erzberger mit der Anordnung, den Waffenstillstand zu unterschreiben. Ja, und auch am 10., wir sind noch am 10., am 10. sehen wir hier das Buch hier, Meine Mission, und rechts im Bild der französische General Paul Boucabé. Der war Chef des Geheimdienstes, aber inzwischen Militärattaché in Den Haag und hat von Den Haag die Operation nach Deutschland geleitet. Und am 10. November meldet ihm ein Offizier, ich zitiere daraus, die Ereignisse, die sich im Augenblick überstürzen, beweisen, dass wir recht hatten. Die deutsche Revolution ist in dem Augenblick ausgebrochen, den wir vorausgesehen hatten. Und man weiß noch nicht, ob die Revolution den militärischen Zusammenbruch herbeigeführt hat oder umgekehrt. Diese Revolution geht von den Leuten aus, die wir kennen, und wird, wie wir vorhergesagt haben, bis zum Äußersten gehen. So, und am nächsten Tag wurde der Waffenstillstand unterzeichnet, morgens um 5 Uhr, 12 bis 5 Uhr 20. Und da wurde also festgelegt, Einstellung der Feindseligkeiten binnen 6 Stunden, Rückzug aller deutschen Truppen aus sämtlichen besetzten Gebieten binnen 15 Tagen, Besetzung linksrheinischer Gebiete und rechtsrheinischer Brückenköpfe in den folgenden 17 Tagen, Internierung aller modernen Kriegsschiffe, Annullierung des Friedens von Brest-Litowsk und die britische Seeblockade wurde nicht aufgehoben. Die ging unvermittelt weiter als Druckmittel. So, das Ergebnis dieses Krieges, also am 11. schwiegen dann die Waffen ab Mittag, 9,7 Millionen Tote und 10 Millionen Tote unter den Zivilisten. Also ein trauriges Ergebnis. Und nun haben wir hier einen interessanten Mann, den George Davis Herron. Er schickte am 12. November, da haben Sie, am 17. November 1918 an Kurt Eisner und seinen Finanzminister Edgar Jaffe dieses Telegramm. Und da müssen wir nicht alles lesen, da reicht, wenn wir unten zweitens, wo ich den Fall gemacht habe,
Zweitens die ersten Schritte, also eine Anweisung an Eisner. Zweitens die ersten Schritte zu einem vollen und offenen Bekenntnis der Schuld und Untaten der deutschen Regierung am Anfang des Krieges und an den Grausamkeiten der Kriegführung zu unternehmen. Die moralische Wirkung einer solchen Handlung wäre gewaltig und entscheidend. So, das war die Anweisung an Eisner, und dieser Heron hat ab 1917 als Agent in der Schweiz operiert, und zwar für das US-Außenministerium und für den britischen Geheimdienst. Und nun macht Eisner Folgendes: Am 23. November, also 6 Tage später, veröffentlicht er von ihm gekürzte, sage ich mal, Geheimakten zur deutschen Schuld am Ersten Weltkrieg. Heute, Spiegel Online vom 8.11.2018 schreibt voller Enthusiasmus: Eisner hat die deutschen Papiere, die die Kriegsschuld beweisen, veröffentlicht, also die Eisner-Leaks, so wie Assange und wie auch Snowden. Nein, er hat sie so dramatisch gefälscht, dass also der Brite Lord Arthur Ponsonby, der hat ein Buch geschrieben über die Lügen in Kriegszeiten, und der schreibt drin, Eisners Fälschungen sind eine der offenkundigsten und ruchlosesten in der Geschichte. Das schreibt ein Brite. Und zwar aber schon gleich nach dem Ersten Weltkrieg. So, in Berlin, wie gesagt, im Januar Spartakusaufstand. Die unabhängigen Sozialdemokraten, oder Spartakus war ja noch etwas Hardcore-mäßig, haben dann diese neue Regierung nach der Revolution, die Nachrevolutionsregierung, demokratisch, nicht anerkannt. Sie wollten ihre Räterepublik, was sie darunter verstanden. Und es führte dann zu dem Kampf im Zeitungsviertel, wo auch schwere Waffen eingesetzt wurden. Wie gesagt, dazu hat dann der Simplicissimus eine Karikatur gemacht, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, um zu verstehen, was die Menschen da in diesen Wochen, Monaten, was die da gefühlt und gedacht haben. Und da sehen Sie einmal Karl Liebknecht, wie er 1917 zu den ausmarschierenden Soldaten sagt, schont eure Feinde. Und dann bei dem Spartakusaufstand sagt er zu den Aufständischen nicht, mordet eure Brüder. Also nochmal, das hat der Simplicissimus, also nicht irgendwas Rechtes, sondern der Simplicissimus hat das so empfunden. So, und Stefan Zweig schämte sich als Intellektueller für diese Intellektuellen, als Jude für diese vordringlichen Juden, die da also vorne mitmarschiert sind in der Revolution, und als Demokrat für diese Revolutionäre. Hier sehen Sie Eisner und Erhard Auer. Eisner, also der neue Ministerpräsident, und Erhard Auer, der von ihm geschickt ausgesuchte Innenminister, weil das wirklich ein honoriger Mann war, durch und durch demokratisch gesinnt. Und der hat von ihm auch verlangt, dass jetzt freie Wahlen stattfinden. Mit Frauenwahlrecht natürlich. Freie Wahlen. Eisner wollte nicht, oder zögerte, aber Erhard Auer hat sich durchgesetzt. Und wir hatten dann am 12. Januar die freien Wahlen, und dazu schrieb, bei den freien Wahlen, die deutsch-jüdische Zeitung forderte Anfang Januar 1919 in einem Artikel, warum muss der religiöse Jude mit der Bayerischen Volkspartei wählen? Die jüdischen Wähler auf, die Bayerische Volkspartei zu wählen, da diese Partei die Religion und die religiösen Einrichtungen aufrechterhalten und schützen will. Und die Bayerische Volkspartei wurde dann, hier sind die Plakate von der SPD und der USPD, achso, hier haben wir es ja, die Israelische Zeitung, also die Bayerische Volkspartei zu wählen. Und das ist dann auch passiert, wie Sie hier sehen. Die Bayerische Volkspartei bekam am meisten Stimmen, da sind wir bei 35% oben, danach folgte die SPD, insgesamt 180 Stimmen, SPD hatte 61 und die USPD von Eisner hatte 3 Stimmen. Diese Gruppe, SPD und USPD, wie auch bei den Volksbeauftragten schon,
stellte dann eine Minderheitenregierung, die von der Mehrheit, von der bürgerlichen Mehrheit toleriert wurde in diesem Fall. Aber dieses Wahlergebnis hat also keinen großen Eindruck auf Eisner gemacht. Er hat das eigentlich gar nicht erwähnt in den folgenden Wochen. Da haben wir also stehen näher. Theodor Heine, wieder diese Karikatur, Kurt von Kaisers Gnaden, nicht im Simpelbeiblatt 23, Nummer 44 vom 28. Januar 1919. Das war also jetzt 14 Tage nach dem Wahlengrupp. Da schreibt er: Meine Herren Abgeordneten, der Staat bin ich, die Freiheit bin ich, die Verfassung bin ich auch. Sie können wieder nach Hause gehen. Also, die demokratische Einstellung dieser Leute, das sollte damit wohl zum Ausdruck kommen. Und am 15. Februar kam dann nach München der 23-jährige Matrose Rudolf Egelhofer mit seinen Marinesoldaten, Sie sehen, bewaffnet, Handgranaten, Waffen, alles dabei. 600 Mann am 15. Februar von Wilhelmshaven nach München. Frage: Was macht so ein schwer bewaffnetes Marinebataillon zu diesem Zeitpunkt in München? Nun, das kann ich Ihnen verraten. Am nächsten Tag war der Spartakusumzug in München. Ich habe Ihnen die Bilder gezeigt. Spartakusaufstand in Berlin im Januar. Und jetzt haben wir im Februar, also keine fünf Wochen später, in München ein großer Spartakusumzug mit den Parolen: Vernichtet die Bourgeoisie, es lebe die Rote Armee, es, und so weiter. Also das Übliche eigentlich, hoch die russische Räterepublik und dergleichen. Kurt Eisner an der Spitze dieses Spartakusumzuges. Erhard Auer hat seine SPD, die Mehrheitssozialisten, aufgefordert, nicht an dieser undemokratischen Demonstration teilnehmen. Und die Gewerkschaften haben ihre Gewerkschaftsmitglieder aufgefordert, sie dürfen an dieser undemokratischen Versammlung oder des Umzuges nicht teilnehmen. Nur einmal. Und das ist das, was ich bei meinem Studium in dem Münchner Stadtarchiv habe. Es gibt so gut wie keine Bilder vom Spartakusumzug. Ich habe keine finden können. Ich habe nur nachlesen können, was da für Parolen geschmettert wurden. Aber dass ich eindrucksvolle Bilder, finde ich nicht. So, und nun haben wir am 21. Februar, also wenige Tage später, wird Kurt Eisner ermordet, und zwar von dem Grafen Arco. Und dann sehen Sie weiter, Auer schwer verwundet. Und der wurde auf dem Weg ins Parlament niedergeschossen von dem Grafen Arco, Offizier in der kaiserlichen Armee. Und im Parlament wurde dann von einem USPD-Mann auf Erhard Auer geschossen. Der hatte gerade zu einer Gedenkveranstaltung auf oder Gedenkminute aufgerufen, von dem niedergeschossen und so schwer verletzt, dass sich der sich lebenslang nicht mehr von dieser Verletzung hat erholen können. Und zwei Abgeordnete, der Major Jorais und der Abgeordnete Bosel, wurden erschossen. Bei den heutigen Veranstaltungen, die wir in München haben, am 21. Januar, wird nur Kurt Eisner gedacht. Den anderen beiden Toten nicht. Den nicht. Und er hat auch sowieso nicht. Und Sie sehen selber, und dann steht in unseren Geschichtsbüchern drin, dass der rechtsradikale oder rechtsextreme Graf Arco, er war Sohn einer von der Frau Oppenheim, dass der vorzeitig erst zum Tode verurteilt und dann begnadigt und dann 1924 in die Freiheit entlassen. Der Metzger Alois Lindner, der also auf Auer geschossen hat und zwei erschossen hat, der kam nach Straubing und da steht überall in den Archiven, vermutlich von den Nazis umgebracht. Und da muss ich sagen, nein, ich habe wirklich nachgeforscht, die Unterlagen sind in der Burg Trausnitz und die haben mir genau gesagt, der wurde 1927 entlassen, auch vorzeitig entlassen. Aber das werden Sie nirgendwo finden. Also es war damals eine revolutionäre Zeit, das ist mit den heutigen Maßstäben nicht zu messen. Also darauf will ich ja nur hinweisen auch. Also das kann man mit heutigen Maßstäben schwierig messen. Also, hier haben wir jetzt im 17. März endlich, durch die ganzen Verhältnisse, hat sich da erst die neue Regierung konstituieren können. Nochmal eine Regierung wie der SPD und USPD unter dem Ministerpräsidenten Hoffmann. Die mussten aber gleich, weil die Räte der USPD
das nicht anerkannt haben und auch mit Gewalt gedroht haben, ist diese gewählte, rechtmäßige Regierung ausgewichen nach Bamberg. Ja, und dann haben wir dann im April, Anfang April, an das Volk der, in Bayern, Ernst Toller, Erich Mühsam und Gustav Landauer, das sind alles drei Literaten, und deswegen ist ja auch die Revolution der Literaten, haben die zum Krieg aufgerufen. Es kam zu militärischen Auseinandersetzungen, und Friedrich Ebert hat die Reichsregierung angewiesen, Truppen nach München zu entsenden, um das niederzuschlagen. Und da kamen natürlich auch Verbände aus Baden-Württemberg, aus dem Fränkischen, wie auch immer, und natürlich aus dem bayerischen Oberland kamen dann die Freikorps. Aber das dauerte nur die erste Woche, also der Aufstand der Literaten. Eine Woche später, 13. und 14. April, war der zweite Putsch, und der war hardcore-mäßig. Das war richtig, der wurde auch entsprechend unterstützt aus Moskau. Und da haben wir hier Eugen Levinet, der gebürtig aus Petersburg, der Max Levin aus Moskau und hier unser Egelhofer als Stadtkommandant von München. Und da ging es dann nicht mehr zimperlich zu. So, und Ergebnis war am 2. Mai, marschieren dann die Reichsarmee ein und natürlich verstärkt durch Freikorps aus dem bayerischen Oberland. Die heute in diesem Büchlein, was ich ihm gezeigt habe, das sind die Identitären. Also diese Burschen, die aus dem bayerischen Oberland kommen und sagen, mit diesen Revolutionären haben wir nichts. Nein, die gehören hier nicht her. Das ist keine Demokratie, die hier sich abzeichnet, sondern die missachten ja die demokratische Wahl. Die werden heute hier von dem Kulturreferenten der Stadt München als Identitäre bezeichnet, Vorläufer der Identitären, ja. So, und da sehen wir dann die Veranstaltung von November bis heute in München, alle unter diesem Tenor, wie wir da sehen, Dichtung ist Revolution, ja, oder der kurze Frühling der Räterepublik. Im April, die beiden, also der erste und der zweite Aufstand der Räteleute, das war kein Frühling der Räterepublik, das war Krieg. Und wie man hier mit der Sprache arbeitet, also Dichtung ist Revolution und der kurze Frühling der Räterepublik, das stellt die Sache wirklich auf den Kopf. So, und hier nochmal Versailles, hatte ich Ihnen schon vorgelesen. Und da haben wir zwei Herren, die also schwer mitgeschrieben haben. Da haben wir einmal den John Foster Dulles und den Jean Monnet. Beide damals sehr jung noch, waren da als Referenten in Paris dabei. Und nun zu diesem Versailler Vertrag, will ich mal so nennen, sagt Lenin am 15. Oktober 1920 schon einen gewissen Abstand, Deutschland wurde ein Frieden aufgezwungen, aber das war ein Frieden von Wucherern und Würgern. Ein Frieden von Schlechtern, denn Deutschland und Österreich wurden ausgeplündert und zerstückelt. Man nahm ihnen alle Existenzmittel, ließ die Kinder hungern und sterben. Das ist ein ungeheuerlicher Raubfrieden. Zitat Lenin. So, Versailles, also hier wurde diese gelben Gebiete wurden abgetrennt. Das waren knappe 10% des Landes, ich glaube 20% der Bevölkerung, also 0,1 Millionen verloren, Verluste, deutsche Gebietsverluste. Gewinn der britischen Gewinne bezifferten sich dann auf 1,65 Millionen, natürlich vornehmlich in den Kolonien. 1,65 Millionen, nur mal. Aber sie haben natürlich keinen Krieg um irgendwelche Besitztümer oder Eroberungen geführt. So, mit Versailles wurde dann auch die rheinischen Gebiete besetzt, 1919, unter anderem auch natürlich mit amerikanischen Truppen. Und in Rheinland-Pfalz können wir sagen, kann in diesem Jahr 100 Jahre amerikanische Truppen in Rheinland-Pfalz gefeiert werden. Jetzt haben wir den Rapallo-Vertrag von 14. April 1922, und da hat der Simplicissimus wieder ein
ich finde, ein äußerst denkwürdiges Plakat gemacht oder eine Titelseite gestaltet. Da sehen Sie Deutschland und Russland aus dem Grab steigen. In Genua fand ja die Sitzung des Völkerbundes statt. Und die beiden, die nicht im Völkerbund waren, die beiden Parias, nämlich Russland und Deutschland, durften dann im Vorort von Genua durften die Quartier beziehen. Und deswegen der Name Rapallo, weil sich hier die deutsche und die sowjetische Delegation zusammengesetzt haben in einer Nacht und den deutsch-russischen Vertrag fix gemacht haben und auch schon unterschrieben haben. So, und zwar in dieser Vertrag Aufnahme diplomatischer Beziehungen, Verzicht auf Kriegskosten von beiden Seiten, friedliche Zusammenarbeit, die Isolierung durchbrechen, sowohl für die russische Seite wie auch die deutsche Seite und Verhinderung einer antisowjetischen Einheitsfront. Kommt auch wieder relativ bekannt vor jetzt, nicht? Wenn wir uns mal unsere Medien anschauen. So, das war also 1922. Und das hat natürlich Folgen. Die Briten und auch die Amerikaner haben sofort verlangt vom Reichskanzler Wirth, diesen Vertrag aufzuheben. Und der Außenminister, der ihn mit unterschrieben hat, der Walter Rathenau, natürlich genauso. Die sind dann auch hin und haben versucht, die Russen zu überzeugen, die Unterschrift zurückzunehmen. Aber die Russen haben gesagt, nein, der Vertrag bleibt gültig. So. Und im Laufe des Jahres, ich kann nur sagen, am Ende des Jahres war der Kanzler Wirth politisch tot und der Walter Rathenau war auch tot, also erschossen, da im Mai. Wieder eine längere Geschichte, der wird zwar in den Geschichtsbüchern finden wir, das war die Organisation Konsul, aber die hat es in dem so auch nicht gegeben. Also das waren ein paar junge Leute, die fehlgeleitet waren, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und es ist nicht genau nachzuweisen, wer diesen Floh ins Ohr gesetzt hat. Also ich habe dieses Buch gelesen von Ernst Salomon, der als 18-Jähriger dabei war. Als 18-Jähriger, saß mit dem Auto. Und der war dann auch lange Jahre im Zuchthaus und hat dann ein Buch darüber geschrieben, wir Geächteten. Und dann sagt er also, beschreibt er die Stimmung, die da war. Also ganz junge Leute, die fehlgeleitet waren. Also, und da bleibt ja auch nicht aus, dass fremde Geheimdienste da, die gesagt haben, die missbraucht haben. Wie das ja heute auch häufig der Fall ist. So. Und jetzt wurden die Alliierten natürlich sehr hellhörig. Und haben gesagt, das geht, eine Annäherung, Deutschland an Russland, das ist das, was ewig verhindert werden muss, was Bismarck ja schon erkannt hat. Also haben jetzt, zunächst haben die Briten und die Amerikaner, sind die in Tutzing aufgeschlagen und haben den General Ludendorff gewinnen wollen für eine reaktionäre Aktion. Und da hat er gesagt, also für solche Spielchen bin ich ein bisschen alt, aber in München ist ein junger Mann, der heißt Adolf Hitler, mit dem sollen sie sich mal zusammensetzen. Und dann ist der stellvertretende britische Militärattaché, der Truman Smith, ist nach München gefahren, da vom 15. bis 22. November, lange Gespräche mit Adolf Hitler in seiner Einzimmerwohnung da in München. Und wie gesagt, in Verbindung mit Putzi Hamstengel, der ein deutscher Amerikaner, gut, die Verwandtschaft hatte große Kunstgeschäfte in München, hat aber eigentlich nur in Amerika gelebt, auch da studiert und war auch mit dem Sohn von Franklin Delano Roosevelt befreundet, macht sich auch ganz gut. So, und der war zur Seite dann an Adolf Hitler und hat dem Adolf Hitler gebrieft, was er machen darf und was er nicht machen darf. So, nun, und das hängt alles wieder mit Versailles zusammen, wir sind immer noch bei Versailles. Ende 1922 kommt Deutschland den Holzlieferungen nicht nach. Die Alliierten, vor allem hier Frankreich und Belgien, stellen am 26.12. Verstoß gegen den Versailler Vertrag fest und unterstellen am 9. Januar 1923 die absichtliche Zurückhaltung von Kohlelieferungen. Und zwei Tage später marschieren französische und belgische Truppen insgesamt 60.000 Mann in das Ruhrgebiet ein. Das haben wir da. Achso, nochmal hier. Das dann, und vor allem natürlich auch Truppen aus den Kolonialgebieten. Die Reichsregierung unter Kuno hat dann die Bevölkerung in diesen Gebieten zum passiven Widerstand aufgerufen. Und das passierte dann auch. Züge entgleisten und so weiter. Also das heißt also, das, was die Belgier und die Franzosen wollten, dass mehr geliefert wird, nein, das verkehrte sich natürlich. Also die Situation wurde ja noch dramatischer letztendlich.
Und führte natürlich auch zu, dass Leute, die daran beteiligt waren, am passiven Widerstand, dass die auch dann vor französischen Hinrichtungskommandos dann zu Tode kamen. Komme ich gleich noch drauf. So, aber was jetzt wichtig ist, am 11. also einmarschiert, dann ging der Widerstand los und schon am 13. Januar 1923, wieder, also zwei Tage später, protestierte das gesamtrussische Zentralexekutivkomitee gegen die Vergewaltigung des Selbstbestimmungsrechts des deutschen Volkes. In vielen Orten der UdSSR fanden Protestkundgebungen statt. Mit Getreide- und Geldspenden halfen die sowjetischen Arbeiter und Bauern dem Ruhrproletariat. Als nach der Ruhrbesetzung die Gefahr bestand, dass auch Truppen anderer Länder, darunter Polens, in Deutschland einfallen würden, wandte sich die Sowjetunion an die Regierung Polens, der Tschechoslowakei, Litauens, Lettlands und Estlands mit der Aufforderung, im Ruhrkonflikt Neutralität zu wahren. Und betonte dabei mit Nachdruck, dass sie keine militärischen Aktionen gegen Deutschland dulden werden. So, und 1923, so zum Schluss dann, berief eine Reparationskommission Sachverständige zur Begutachtung der Reparationsfrage, um das zu lösen, nachhaltig zu lösen. Nicht? Wir sind immer noch bei Versailles. So, nicht hier wurden die Opfer des passiven Widerstands beerdigt. Und hier ist etwas, das darf ich Ihnen so nicht vorenthalten. Der passive Widerstand bei der Ruhrbesetzung wurde getragen von Leuten, die also dem Aufruf der Regierung Kuno nachfolgten. Und Adolf Hitler hat seine SA-Leute in diesen besetzten Gebieten befohlen, sich da rauszuhalten. Also sie waren nicht beteiligt, nachweislich, nicht beteiligt. Aber 10 Jahre später, zu den Feierlichkeiten dann hier mit Fackelumzügen und dergleichen mehr, hat dann die NSDAP aufgerufen. Sie haben sich dieser Leute bemächtigt. Und da muss ich sagen, da werden viele dabei sein, die sich dann noch im Grab umgedreht haben, sagt, von denen möchten wir nicht gefeiert werden, von denen wollen wir keinen Fackelumzug. So, und dann 1923, ja, während 1914, also 1 Million Reichsmark, eine Viertelmillion US-Dollar wert waren, Sie sehen selber, Ende 1923, null. Null. Und das war jetzt ein geschickter Schachzug der deutschen Regierung, und zwar, in welchem Sinne können Sie sich selber überlegen, schuldenfrei zu sein. Das Deutsche Reich hatte nach diesem Schnitt keine Schulden mehr. Die Bürger hatten zwar ihr alles Geld verloren, alles, gut, bis auf die Aktionäre, die sind ja davon ausgenommen worden. Aber die Bürger haben ihr Geld verloren. Der Staat war schuldenfrei und jetzt schlug die Stunde für die Wall Street. 23, Ende 23 dann, nachdem jetzt die Inflation vorbei war, das war so Ende November, Mitte November 1923 und schon am 30. November 23 beschloss die Reparationskommission der Siegermächte, zur Ausarbeitung von Vorschlägen für die Regelung der deutschen Reparationszahlungen sowie für die Stabilisierung der deutschen Währung und der deutschen Wirtschaft zu bilden. Das kann man so schön verkaufen. So. Und jetzt zum Vorsitzenden des Sachverständigenausschusses für die Reparation wurde der Direktor der Morgenbank in Chicago, einer der mächtigsten Banken der USA, Charles Gates Dawes, gewählt. So. So, und jetzt begann ein ganz florierendes Dreiecksgeschäft. Die Alliierten haben dann ihre Forderung gegen Deutschland an die Wall Street abgetreten. Die Wall Street hat dann den Deutschen Anleihen gegeben. Sie sehen, nicht 2,5 Millionen. Und die haben dann davon 2 Millionen an die Alliierten und 500 Millionen konnten sie selber in ihre Industrie stecken. Und da konnte wirklich nachdem das Deutsche Reich keine Schulden mehr hatte und jetzt sogar noch Darlehen aus den USA bekamen, konnten die Wirtschaft aufbauen und die Wirtschaft begann zu florieren. Wirklich, finanztechnisch ist das wirklich gelungen, kann man nicht anders sagen. Und Deutschland musste sich dazu verpflichten, die Deutsche Reichsbahn in eine Aktiengesellschaft unter internationale Kontrolle und die Reichsbank in eine unabhängige Notenbank umzuwandeln.
Das war die Bedingung. Das bedeutete eine weitere Einschränkung der Souveränität Deutschlands. Als einzige Partei wandte sich die Kommunistische Partei Deutschlands entschieden gegen den Dorfplan. In der Reichstagsdebatte vom 28. August 1924 charakterisierte Ernst Thälmann diesen Vertrag als ein Manöver des internationalen Kapitals. Sind wir wieder beim Kardinal. Und mit diesem Geflecht jetzt wurden gemeinsam mit den USA die IG Farben aus der Taufe gehoben. Die IG Farben, also einmal in Deutschland und der amerikanische Ableger, die American IG Farben, und verbunden, wie wir hier sehen, mit der Federal Reserve Bank, mit der Bank of Manhattan, Standard Oil und Ford Motor Company. Also ab 1924. Und 1936 konnte dann in einem Anfall von, ja, nicht nachvollziehbar, ließ Hitler das Rheinland besetzen. Sie hatten drei Regimenter, also 4.500 Mann, nur mit leichten Waffen. Und auf der französischen Seite standen drei Divisionen, also 45.000 Mann, besser ausgestattet. Die deutschen Generälen flatterten die Hose und sie haben gesagt, das geht nicht. Das kann man nicht machen, das ist ja Harakiri mehr oder weniger. Und Adolf Hitler, sie brauchen sich keine Gedanken machen, es wird nichts passieren. Es ist auch nichts passiert. So, also die Frage wieder, wem nutzte das? Was für ein politischer Schachzug war das? Also diese Besetzung des Rheinlandes konnte nur mit Absprache oder mit dem Segen der Briten und Amerikaner passiert sein. Und kurioserweise habe ich herausgefunden, auch das, ab 35 bis 39, jetzt unser damaliger stellvertretender Militärchef, der mit Adolf Hitler konferiert hat, jetzt inzwischen zum ersten Militärattaché in Berlin aufgestiegen war. Und das war also während der Zeit von Truman Smith, konnte das Rheinland besetzt werden. Also ich sehe auch hier Zusammenhänge, die so eigentlich nicht bekannt sind. Und hier haben wir den britischen Botschafter von, das ist 1936, das ist ein gewisser Dodd, ein Professor der, ich glaube, der Philosophie auch, und der beobachtet, was jetzt in Deutschland passiert. Jetzt sitzt hier neben Adolf Hitler, von hier aus gesehen links, von Hitler aus rechts. Und dann schreibt er einen Brief an den Präsidenten Roosevelt. Aber wie gesagt, er war kein Militär und er war kein Geschäftsmann. Er hat nur gesehen, was hier in diesem Land passiert, und er hat genau hingeschaut. Und er schreibt: Ich glaube an den Frieden als unsere beste Politik und kann nicht der Befürchtung ausweichen, die Wilson mehr als einmal mit mir in Gesprächen unterstrich. Der Zusammenbruch der Demokratie in Gesamteuropa wäre ein Desaster für die Bevölkerung. Hat er recht. Aber was kann man tun? Gegenwärtig haben hier mehr als 100 amerikanische Unternehmen Tochtergesellschaften oder Übereinkommen auf Zusammenarbeit. Die DuPonts haben in Deutschland drei Verbündete, die im Rüstungsbereich tätig sind. Ihr Hauptverbündeter ist die IG Farben, wobei sich die Regierung mit 200.000 Reichsmark im Jahr an einer Werbemaßnahme beteiligt, die in den USA die Meinung beeinflussen soll. Also gut, das passiert ja heute auch noch. Standard Oil transferierte im Dezember 1933 $2 Millionen nach hier und erhält nun 500.000 jährlich dafür, dass sie den Deutschen bei der Herstellung von Ersatzbenzin hilft, was die Kriegswahrscheinlichkeit erhöht. Ja, ohne dieses Benzin von Standard Oil hätte es gar keinen Krieg geben können. Aber Standard Oil kann den gemachten Gewinn nur in Form von Gütern aus dem Land nehmen. Davon machen sie aber nur wenig Gebrauch. Der Präsident der internationalen Harvester Company erzählte mir, dass ihr Umsatz um 33% im Jahr steigt. Waffenindustrie, glaube ich. Aber sie können nichts ausführen. Selbst unsere Flugzeugleute haben geheime Arrangements mit Krupp. Die General Motor Company und Ford machen hier mit ihren Tochtergesellschaften riesige Umsätze, aber sie entnehmen keine Gewinne. Ich meine, dass diese Fakten die Dinge komplizieren und die Kriegsgefahr vergrößern. Den Nagel getroffen, voll getroffen, ja, aber zum Botschafter braucht man ja nicht, der wurde dann abgelöst. Also, sie haben sich nichts
die Wehrmacht hat unter dem General Thomas eine Transferabteilung gebildet, sodass diese britischen Unternehmen bekamen Sachgüter. Zum Beispiel ITT bekam einen Großteil von den Focke-Wulf-Werfen. Und als 1944 die Focke-Wulf-Werfen von einem amerikanischen Geschwader angegriffen worden sind, ja, der fliegt da, der Group Captain drüber, sieht Focke-Wulf und sagt, das sind ja da werden ja die Maschinen der Gegner gebaut, Befehl runter, angreifen, bombardieren. Dann hat 1968 hat ITT gegen die USA geklagt, dass sie amerikanisches Eigentum zerstört haben. Da. Und tatsächlich, ich weiß nicht, wie viel, 28 Millionen US-Dollar wurden gezahlt dafür. Also, das wäre mal auch wichtig aufzuarbeiten, denke ich einmal. Aber da sind wir wieder bei dieser Kapitalfrage. So, hier noch einmal, er hat den Namen Dupont erwähnt. Damit Sie wissen, Dupont hat im Vergleich zu den Friedensjahren vorher, zu den Kriegsjahren, eine Netto-Rendite von über 1000, oder fast 1000% gemacht. Und da ist klar, für die, nicht, dass im Krieg wird am meisten verdient. Und das Ergebnis sind wieder die Kreuze. Der Chefankläger Telford Taylor sagte mit Recht, ohne IG Farben hätte es keinen Zweiten Weltkrieg gegeben. Und de Gaulle sagte schon 1941 in einer Rundfunkansprache, wir befinden uns im zweiten 30-jährigen Krieg. Und das hat dann Churchill nochmal wiederholt an Stalin 1944 und hat ihm gesagt, also das ist kein zweiter Weltkrieg, sondern das ist der zweite 30-jährige Krieg. So, und jetzt sind wir nach diesem Krieg und es geht ja weiter. 1947 im April spricht Churchill in der Albert Hall vor einem Riesenporträt von Abraham Lincoln. Und zwar über die Vereinigten Staaten von Europa als Ziel. Und zwar als Ziel zur Schaffung einer autoritativen, allmächtigen Weltordnung. Also das Vereinigte Europa als Zwischenschritt zur Weltordnung. Also original Churchill 1947 im April. Dann haben wir hier das amerikanische Komitee für ein vereintes Europa, gegründet im Sommer 1948 von Ellen Dulles. Das ist der Mann, der auch schon in Versailles dabei war, wie Sie wissen. William J. Donovan, das ist er, der sitzt, der General des Geheimdienstes, Vorläufer von der CIA. Und dann Count Richard Coudenhove Kalergi und Winston Churchill. Andere Europäer waren nicht da. So, wir sind wieder im Jahr 48. Wir sehen hier der US-Präsident Truman und hier sein Generalstabschef, General Catlett Marshall. Nach ihm der Marshallplan. So, und jetzt geht es Schlag auf Schlag weiter. Also im April Churchill in der Albert Hall. Dann am 15. Mai 1947 die Truman-Doktrin, Eindämmung Russlands oder der Sowjetunion, Eindämmung. Dann am 6. Juni 1947 den Marshallplan. Das heißt also, die rückwärtigen Gebiete für den kommenden Krieg müssen wirtschaftlich so weit stabil sein, dass sie für den Krieg liefern können. Wir brauchen also für diesen kommenden Krieg brauchen wir eine intakte Wirtschaft. So, und dann haben wir am 26. Juli 1947 den National Security Act. Und das ist dieses Gesetz ist heute noch Grundlage für alle Interventionen, die die USA machen. Und das ist alles in dieser Zeit, Sie sehen, vom Mai bis zum Juli. Und das gehört alles zusammen. Und ich bin eigentlich auch nur drauf gekommen über den Professor Mausfeld, der sagt, dieses ganze Geschichtsbild wird uns vorenthalten, weil man es versteckt. Man versteckt es. Oder man, wie gesagt, man hat es atomisiert. Das heißt also mit den Mitteln des Fragmentierens, also eine Gestalt in kleine Teile hauen. Das können dann die Archäologen mal wieder zusammensetzen. Also Spezialisten können das nur zusammensetzen. Und dekontextualisieren. Und das ist ja gemacht worden. Unsere Leute im Land kennen eigentlich nur den Marshallplan und sagen, aha, da wurde uns geholfen, aber in welchem Zusammenhang dieser Marshallplan steht. Und das ist der General Marshall, der war dann ja Außenminister, der hat in seinem Leben nichts anderes gemacht als militärische Kriegsplanung. Also von dem einen Plan zu erwarten, der für die Menschen ist, das halte ich für absolut ausgeschlossen. So, und dann am 4. April 1949 wurde die NATO gegründet und da sehen Sie, verlangt die Einsicht,
Wirtschaftlicher Wiederaufbau, das war der Marshallplan, Voraussetzung für die NATO. Und wirtschaftliche Stabilität, wichtige Elemente der Sicherheit sind. So, und am 5. Mai 1949 Gründung des Europarats auf Betreiben des American Committee for United Europe. Nicht institutionell, nicht mit der EU verbunden, nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat und dem Rat der EU. Ziele, Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts. Am 23. Mai 1949 wurde die Bundesrepublik gegründet, das heißt, damit wurde Deutschland geteilt. Und damit auch Europa geteilt. Und schon am 19. Dezember 1949 wurde der Kriegsplan Dropshot aus der Taufe gehoben. Ein Plan zur Vernichtung der Sowjetunion. Und dieser Plan Dropshot, das ist mehr als ein Kriegsplan, der sollte 1957 umgesetzt werden. Und in der Präambel steht drin, in der Präambel, Grundannahme, nicht? Am oder um dem Ding 1957 ist den Vereinigten Staaten durch einen Aggressionsakt der UdSSR und oder ihrer Satelliten ein Krieg aufgezwungen worden. 1957 sollte dieser Krieg beginnen. Da hätte auch die Bundeswehr genau ihre 12 Divisionen einsatzbereit gehabt. Nun, es kam nicht zu diesem Krieg, wie Sie wissen, weil oben am Himmel etwas piepste, nämlich der Sputnik. Und da war man sich nicht mehr sicher, welche Fähigkeiten haben jetzt die Sowjets, was hat Fähigkeiten, den Warschauer Pakt hat es ja noch nicht gegeben, der kam ja erst 1955, also hat man diesen Krieg erst einmal aussetzen müssen. So, 1950 haben wir dann, am 9. Mai, den feiern wir ja auch, den 9. Mai als Europatag, Vorschlag einer europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Diesen Vertrag hat also Robert Schuman vorgelesen, ohne Wissen eigentlich seines Präsidenten Charles de Gaulle und ohne Wissen von Konrad Adenauer. Die wurden überrascht. Und dieser Plan, der hier als die Geburtsurkunde der EU gilt, der ist vorgelegt worden von dem Dean Acheson, dem amerikanischen Außenminister. Von dem kommt er. So, und dann am 26. März 1957 werden die römischen Verträge unterschrieben. Und jetzt schauen Sie einmal hier in der Mitte, Adenauer. Dann haben wir in der Mitte der Herr da mit der Brille. Kennen Sie vielleicht? Nicht mehr, nein. Vielleicht die Älteren, ganz Älteren unter Ihnen. Das ist ein gewisser Herr Hallstein. Herr Hallstein war führend in IG Farben und hat bei IG Farben auch an den Kriegsplänen des Dritten Reiches mitgearbeitet und war dann ab 1939 Botschafter in Rom. So, und der ist dann 1957 wieder in Rom und unterschreibt die römischen Verträge von IG Farben. Und der amerikanische Chefprosecutor sagt, ohne IG Farben hätte es diesen Krieg nicht gegeben. Und da sitzt einer der Hauptverantwortlichen von IG Farben. So, und jetzt nur die Daten will ich jetzt noch einmal in Erinnerung rufen. Da haben wir also am 14. Mai 1947 Churchill mit der Albert Hall. Dann am 15. Mai die Truman-Doktrin, am 6. Juni den Marshallplan, am 26. Juli den National Security Act, am 4. April 1949 die Gründung der NATO, am 5. Mai 1949 Gründung Europarat, am 23.05. Gründung der Bundesrepublik und am 19.09. den Kriegsplan Dropshot. So, und jetzt habe ich hier noch als Zeugen, deswegen werde ich auch angegriffen, weil ich ihn gelegentlich zitiere, da wird immer gesagt, aber Effenberger behauptet, aber ich zitiere immer nur Paul Craig Roberts. Paul Craig Roberts war stellvertretender Finanzminister unter Reagan und hat heute auch ein Institut und schreibt noch fleißig, ist ein wirklich ein aktiver Mann, der nicht locker lässt. Und er hat also nach dem Brexit geschrieben, die EU und der Euro waren Täuschung und Gaunerei. Länder verloren ihre Souveränität. So viel zu westlicher Selbstbestimmung, Freiheit, Demokratie, alle Schlagworte ohne Inhalt. Im gesamten Westen gibt es nichts außer der Ausplünderung der Menschen durch das 1%, das die Regierung kontrolliert. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht von mir, das ist Paul Craig Roberts, aber ich denke,
dieser Mann, der politisches Gewicht in den USA war und heute als Publizist einen Namen hat, da darf man sich ja mal mit auseinandersetzen. Oder sollte man sich, meiner Ansicht nach. Ja, also damit wäre ich im Prinzip auch schon am Ende. Ja, jetzt habe ich, ich kann es ja vielleicht nochmal bringen. Nochmal. So, wir haben jetzt hier, da habe ich so eine Grafik entwickelt, um das aufzuzeigen, so wo es hingeht. Wir haben hier unten das Fundament, das ist also der zweite 30-jährige Krieg, wieder mit meinen Zeugen von de Gaulle und von Churchill. Darüber die beiden Pfeiler 47 mit den Daten, die Sie gerade gehört haben. Dann darüber der 9. Mai 50 mit dem Dekret von der Montanunion. Und darüber habe ich dann noch ein Zitat von Paul Craig Roberts, das da heißt, und das hat er gesagt einen Tag nach dem Brexit, am 24. Juni 2016 hat er das geschrieben, the EU and NATO are evil institutions. Also er geht ja noch viel weiter als ich. Das mache ich nicht. Also der andere Mann aus dem, also das andere politische Schwergewicht in den USA ist Ron Paul. 33 Jahre, glaube ich, auch im Parlament, im Kongress oder sogar 36 Jahre. Zweimal Präsidentschaftskandidat. Also der schießt in die gleiche Richtung. So, aber die haben hier kein Forum und in den USA natürlich auch nur wenig. Und dann sagt er, siehst du, institutions are Mechanismen created by Washington in order to destroy the sovereignty of European peoples. So, das ist er. Also nicht ich, sondern er sagt das. Und ich denke, das ist das Bild und das führt letztendlich dazu, der Vater Bush hat ja am 11. September 1990 gesagt, towards a new world order. Und das scheint mir das Ziel zu sein. Ich denke, man muss es zumindest benennen dürfen. Und ich denke, Frieden in der Welt wird es nur geben, wenn wir keinen Einheitsstaat bekommen, weil der wird sofort von irgendwelchen kriminellen Elementen übernommen oder wenn nicht durch Elemente Kriminelle kreiert. Nein, Rechtsstaatlichkeit werden wir nur haben, wenn wir viele souveräne Staaten haben. Und da berufe ich mich einfach nur auf Immanuel Kant. So, und damit bedanke ich mich bei Ihnen.